Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dredge. Tag 68 an einem Freitag. Ingame 6:1. Ja, es gibt ein Update. Wollte ich euch auch sonst erzählen. Allerdings, ja, werden wir direkt von der fahrenden Händlerin angesprochen. Sag mal, hast du die Fotografin gesehen? Sie war vor kurzem an meinem Ponton. Sie hat eine teure Fotoausrüstung dabei, um Bilder von der örtlichen Fauna zu machen. Sie seufzt voller Bedauern. Ich wünschte, ich hätte eine eigene Kamera. Wäre es nicht toll, wenn man alles dokumentieren könnte, was man so macht? Man würde nie wieder etwas vergessen. Wie dem auch sei, sie sagte, sie wolle zu einer kleinen Insel im Süden der Marktstätte. Wenn du in der Gegend bist, dann sieh doch mal nach ihr. Moment, jetzt will ich hier nach der Karte gucken. Also hier. Da müssten wir eigentlich hin. Welche Insel ist neu? Ist die Insel neu? Frage ist, wie lange bleiben wir jetzt hier oben? Also, ja, ich würde natürlich jetzt nicht gerne direkt wieder runterfahren wollen. Dafür sind wir jetzt zu frisch hier oben. Des Weiteren gibt es noch 8 neue Tierarten. Das sei noch erwähnt. Also so die Fotografin und, oder der Fotograf. Und 8 neue Tierarten gibt es. Deswegen, ja, das sind so die großen Neuerungen. Ja, was machen wir jetzt? Wir sind, da leuchtet irgendwas. Wir wollen aber... Achso, und es gibt einen Passivmodus, wenn man ihn möchte. Mission, ach Mission, Karte, wir wollen da rein, also ein Ticken zurück und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Fahren wir hier mal rein. Achso, und irgendwie der Folgemodus der Kamera lässt sich auch ändern. Natürlich kennen wir hier die ganzen Tiere noch nicht. Mangroven, Flachwasser. Mangroven, oh, die haben wir sogar, Großkopfmeeresche. Da leuchtet was, da fahren wir mal hin. Ach, da leuchtet auch was. Frage ist, was ist hier das Böse? Will man, ich fahre mal nicht durch die... Oh. Moment. Ah, okay, also wieder zurück. Ich fahre mal hier nicht durch die Pilze. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Oh, was da leuchtet? Was ist das denn? Oh, da ist auf jeden Fall irgendwas, was... Dredgen. Ein Mörserrohr? Also eine Waffe. Was ist das hier noch? Metall. Ja gut, das würde ich gerade erstmal lassen. Wir können natürlich das Schiff wieder weiter ausbauen. Was hier rein oder ein... Da ist irgendwas. Oh, jetzt hätte ich das da... Was ist das denn? Das ist was, was ich nie... Das sieht nicht... Okay, es ist weg. Da ist sogar ein Pfeil. Okay, dann fahren wir mal hier lang. Das kann man bestimmt sprengen. Und hier können wir anlegen. Und da ist ein Flugzeug. Was haben wir denn hier? Flugzeug, ein Lagerfeuer, was an ist. Ja, ich wollte gerade sagen, da müsste eigentlich mal da sein. Ein großer Mann beobachtet dich durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du an Land kommst. Fremder, nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit diesen hiesigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Setz dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche, sie aus diesem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir hier abgestürzt sind. Stimmt, das Flugzeug sieht nicht gut aus. Die Jungs haben sie Geistfresser genannt, weil sie einem den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen... Und Dinge tun. Möchte ich bitten, mich von hier wegzubringen.
Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Was ist mit ihm passiert? Einige von uns stürzten im Nebel ab, krachten in Baumkronen oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich hier unter der Krone dieses großen Baums. Doch er bot uns nur dürftigen Schutz. Bevor Hilfe kommen konnte, schwand unsere Zahl, dezimiert durch Feinde und durch den Wald selbst. Ich habe in all den Jahren schon eine Menge Möchtegern-Helden kennengelernt, doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwas? Der ist seit Jahren hier im Wald. Okay. Ich kann dir helfen. Okay, es gibt eine neue Mission. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers meines Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere dir die Abschutzstellen auf der Karte, dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Okay, dann waren wir schon einen Schritt zu weit. Das ist zum Abgeben. Das haben wir gerade gelesen. Wie willst du denn keinen Kameraden ehren? Ich habe ein paar Erkennungsmarken hinter mir am Baum aufgehängt. Dies erschien mir recht passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... Ich habe nicht alle Leichen gefunden. Wirst du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gerne zu denen ihrer Kameraden hängen. Ja gut, das können wir gerne machen. Ich habe eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Ihr nehmt das auf Treu und Glauben. Für jede Erkennungsmarke, die du mir bringst, bekommst du mehr davon. Oh, das klingt gut. Wir haben ja vorletzte Folge mal kurz gezählt. 30, 35 Forschungsteile fehlen uns noch. So, das wissen wir. Gibt es hier Schiffswracks? Schiffswracks? Nein. Alles, was hier endet, wird schnell vom Schlamm verschluckt. Okay, kurze Antwort. Okay, Geisterfresser. Teuflische Kreaturen durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege und dann plötzlich aufzutauchen und ihr grässliches Lied anzustimmen. Ich weiß nicht, ob das das war, was wir gerade schon gesehen haben. Beim ersten Mal erschienen mir die Schatten meiner Kameraden. Sie griffen nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Ich glaube, Fiebertraum haben wir schon häufiger gehört. Als sie endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzen übersät. Sie müssen mich durchs Unterholz gejagt haben. Seither versuche ich, dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren, also sei vorsichtig. Okay, dann gehen wir den ersten Teil des Mörsers schon mal ab. Du hast eine Komponente gefunden, aber ein Teil fehlt noch. Wir haben es fast geschafft. Such weiter. Ja, dann... Er hat gesagt, er hat die Karte aktualisiert. Ja, das können wir uns gerne irgendwann alles mal durchlesen. Da bin ich jetzt nicht so derjenige... Oh, wir haben 8 von 12 auf jeden Fall schon. Interessiert mich noch nicht so ganz, muss ich gestehen. Mission. Beschaffe Mörserteile. Karte. Untenrum raus, rechtsrum haltend. Okay, wie spät haben wir es denn? 12 Uhr, das kriegen wir noch hin. Ich würde auch gerne noch angeln. Okay, wir holen... Ach, wir müssen hier... Eine Bombe brauchen wir. Was ist das hier? Ach, ein Ring, ne? Können wir auch mitnehmen. Packen wir ins Lager. Ich würde, glaube ich, gar nicht zu viel machen, wenn wir jetzt schon wieder 14 Uhr haben. Ich glaube, ich würde jetzt mein Schiff reparieren wollen. Die Bombe holen. Mich schlafen legen. Und dann einfach am nächsten Tag nochmal weitermachen. Haben wir gefunden? Monokel haben wir einige jetzt. Okay, aber wenn das so ist. Schaden. Achso, was wir natürlich machen können, mein Lager. Du kommst auch ins Lager. Werft. Reparieren. Und zwei Forschungsteile sogar kaufen. Das wäre natürlich gut, muss ich sie gestehen. Kostet natürlich all das Geld, was wir gerade haben. Aber wenn wir gleich nochmal einen Tag angeln sollten, würde ich das, glaube ich, mal gucken, was bei rumkommt und dann doch nochmal vielleicht angehen. Hier wird viel mit Furcht sein, deswegen, oder mit der Angst, deswegen würde ich hier mal ruhig schlafen. Und auch ruhig mal ein paar Stunden länger schlafen. Das würde ich mir aber schon holen. Das müsste mehr Geld bringen, so ein Tier hier.
Bist du schon? Nee, du hast bist noch nichts Besonderes. Ja, den suchen wir. Moment, bitte. Wo anders? Ich bin falsch reingefahren, okay. Das ist Land hier, oder? Ja. Rechts oder links? Ist egal. Ah, da ist es. Kann ja auch einfach rumfahren, okay. Okay, dann ist das schon mal weg. So. Hier irgendwo durch. Da ist was. Da liegt auch nochmal Stoff. Ach, dann ist das vorhin das Mörserröhr gewesen und das ist jetzt irgendwie das Gerät dafür. Ah, das, oder Gestell. Okay, wie komme ich jetzt zurück? Ich kann einmal außen rumfahren. Da ist nämlich der Halt, wo wir hinwollen. Ach, ich muss nochmal springen dafür. Da wir jetzt 14 Uhr haben, würde ich sagen, fahren wir so rum zurück. In der Hoffnung, bei ihm schlaf. Achso, was haben wir denn hier noch? Achso, das sind, ist ja so ein normaler Stein. Dann übernachten wir bei ihm. Wir holen uns nochmal, wenn wir können, nochmal was zum Sprengen. Dann gucken wir irgendwann mal, was er jetzt sagt als Mission. Was er jetzt hier vorhat. Er will sich ja rächen. So, das haben wir auch. Das ist alles. Während ich den Mörder zusammensetze, kannst du bereits mit der nächsten Phase des Plans beginnen. Okay. Wahrscheinlich sind in den Lagunen die Vorrichtungen gefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen die jetzt nur noch dahin locken. Haben wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Gar ausmachen. Und das war's dann. Keine Albträume mehr. Ich markiere die Standpunkte auf der Fallen auf der Karte. Ich verstehe. Wie geht es nun weiter? Wir müssen drei spezielle Köder aus verschiedenen Fischkombinationen her. Oh, jetzt wird's interessant. So viel zum Thema Angeln. Okay, ich hole einen Zettel und einen Stift. Und guck, wo ich das hier nehme. So, lass uns den Köder für den ersten besprechen. Drei Fische aus der Gegend. Das sind. Haben wir schon? Na, die kennen wir noch gar nicht. Okay, wir sollten angeln und dann können wir das vielleicht. Das sieht auch so aus wie der hier war. Okay. Wir machen erstmal Köder. Da finde ich gut. Ne, wir machen 17 Uhr. Wir fahren mal zurück. Vergammeln uns die Fische nicht. So lang war der Weg jetzt auch nicht. Hier müssen wir machen. Zu ihm fahren und das sind die drei Köder. Okay. Achso, das hier wird einer sein, oder? Nee. Das hört sich nicht gut an. Wir fahren direkt weiter. Den will ich verkaufen. Und ich kann mir vorstellen, dass die anderen beiden schon Tiere waren, die wir hatten, die wir gesehen haben.
Fischmarkt. Frage ist, wird der mir jetzt also wird mir gleich der Großkopf, ne, die Großkopf-Meeresche, wird die mir gleich angezeigt oder nicht? Müsste eigentlich, hätte ich jetzt gesagt. Das sah aus wie ein Fisch, den wir brauchen. Wenn wir jetzt dahin, ich würde jetzt noch mal einmal zu ihm fahren. Wir werden auf jeden Fall einen Fisch brauchen, der nachts kommt. Da ist es nämlich wieder, das Vieh. Deswegen setzen wir auch hier den Mörser an oder die Falle. Man hört die Musik. Ich will jetzt noch einmal kurz kontrollieren. Weil dann wissen wir jetzt, wir können einmal überall hinfahren, wo ein Fragezeichen ist. Okay, den haben wir echt noch nicht gefunden. Das wäre ja kein Fragezeichen. Obwohl, war bei dem anderen Fragezeichen. Okay, ne, wir machen uns das. Wir holen mal Fische. Stimmt, da hätte gerade bei dem ersten Fisch auch was sein müssen. Wir holen uns noch. Ja, bleib du mal ruhig da. Das Ding holen wir uns einmal. Siehst du irgendwas, oder? Oh, was machst du denn? Was ist das denn? Wie lange verfolgst du mich jetzt? What is... Okay, da kann man... Ich bin gefangen. Der Rückweg ist zu. Für uns trotzdem mal so ein Riffbarsch. Wie komme ich jetzt da hin? Ach, Riffbarsch ist das, was ich schon habe. Okay. Da geht's jetzt auf. Da kommt gleich das nächste Vieh. Ach, da schwimmt auch noch ein Krokodil. Okay. Hecht sah das nicht aus. Barsch. Die haben wir doch, oder? Ja, da brauchen wir ja bestimmt zwei Stück. Aber oh, wie komme ich denn gleich raus? Also ich hätte sogar gesagt, hier brauche ich drei. Okay, die brauchen wir dann nicht. Nehmen wir nochmal zwei Stück. Oh, wenn mir hier das Licht ausgeht. Wo wohnt... Ich fahre jetzt hier runter. Soll nicht bei fremden Menschen übernachten, aber bei ihm würde ich es, glaube ich, jetzt mal machen. Oder wir gehen erst schlafen. Ich weiß nicht, ob... Ne, wir gehen erst schlafen. Ich verkaufe mal die Trophäe. Das ist mir doch ein bisschen spooky hier. Fischmarkt. Oh. Trophäe, 18 Silber ist jetzt nicht die Welt. So, du kannst auf jeden Fall auch weg. Ich hoffe, ihr haltet euch. Ich gehe mal kurz schlafen. Ist ja keine lange Nacht.
Wir werden auf jeden Fall nachts auch noch Fische brauchen. Da bin ich echt mal gespannt. Hier sind doch so viele. Haben wir die alle schon gemacht? Ja, aber das Ding spawnt da. Da kommt er auch hinterher. Ich suche die Kajüte nach Boni. 15% Widerstandskraft gegen Panik. Oh, das klingt doch gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Flieger. So. Ah, nice. Ich mische die einfach hier drin, bestücke damit die Falle und suche dann das Weite. Wenn die Fallen zuschnappen, dann feuere ich mit dem Mörser drauf. Und bringe mir auf jeden Fall einen Beweis dafür. Achso, ich muss es machen, okay. So, zweiter Köder. Das ist doch auch nochmal. Okay. Den hatten wir noch nicht. Also zwei verschiedene Arten brauchen wir noch. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Wir bringen gleich, wir bringen für euch am Freitag den Köder aus. Gucken mal, was dann passiert, wenn er drauf schießt. Und ja, die anderen beiden Tierarten müssen wir uns noch suchen. Dann, ja, darf er noch zweimal schießen. Und dann denke ich mal, sind wir auf dem Teil oder in dem Teil der Karte auch durch. Mal gucken, wie lange ich das jetzt noch hinziehe. Mal gucken, wie lange das jetzt noch dauert, diese beiden Arten zu finden. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten sage ich bis Freitag. Macht's gut. Ciao.